Ja, hallo und herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und heute habe ich mal wieder zwei Produkte von EcoFlow für euch. In diesem Video haben wir die neue Delta 2 Max. Und noch spannender finde ich dieses Solarmodul. Das zeige ich euch auch mal ausführlich. Die treuen Abonnenten werden es vielleicht schon auf der einen oder anderen Tour von uns gesehen haben. Das ist das EcoFlow Bifaszialmodul. Wer sich die Beschreibung ausgedacht hat, keine Ahnung. Also das Ding hat zwei Gesichter, also zwei Seiten. Vorne 220 WP und hinten nochmal 155. Das will ich euch auch zeigen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so die letzten Videos für EcoFlow muss ich immer schwitzen. Wir haben jetzt auch schon wieder fast 30 Grad. Und wir starten mal mit der Delta 2 Max. Ja, wer unseren Kanal kennt, der weiß, ich hatte im vergangenen Jahr bereits ein Video gemacht zur Delta Max. Das ist super geklickt worden, fast 60.000 Klicks. Und ich hatte vor kurzem auch ein Video gemacht zur Delta 2. Und ja, jetzt liefert EcoFlow hinterher die Delta 2 Max. Es gibt schon einige Videos auf YouTube über dieses Gerät. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich habe natürlich wieder irgendwo was gefunden. Und da wollen wir heute drüber reden. Die Delta 2 Max hat eigentlich alles das verbessert, was wir bei der Delta Max kritisiert haben. Ja, so hat man zum Beispiel die Akkutechnologie von der veralteten Lithium-Ionen-Technologie jetzt mal auf LFP-Akkus, also Lithium-Eisenphosphat-Akkus, umgestellt. Und damit einhergehend natürlich auch eine ganz andere Zyklenfestigkeit. Da hatten wir bei der Delta Max noch 800 Zyklen, danach garantiert noch 80% Kapazität. Also sagt EcoFlow jetzt hier, 3000 Zyklen gibt dem Ganzen auch 5 Jahre Garantie. Und man errechnet aus diesen Zyklen ja ungefähr 10 Jahre Nutzungsmöglichkeit. Das können wir natürlich alles nicht sagen. Da müsst ihr noch 10 Jahre abwarten. Das Gewicht hat sich ein kleines bisschen erhöht von der Delta Max zur Delta 2 Max um 1 Kilo von 22 auf 23 Kilo. Ansonsten ist sie weitestgehend gleich geblieben. Es hat sich nicht viel verändert, marginal. Beispielsweise haben wir jetzt im Solareingang statt 2x400 Watt können wir jetzt 2x500 Watt Peak reinschaufeln in das Gerät. Die Kapazität hat sich minimal erhöht von 2016 auf 2048 Wattstunden. Das ist nicht viel. Ansonsten weiterhin 2400 Watt. Im Peak bis 4800 Watt, das kriegen wir nicht getestet. Also ich habe es auch mit einer Kappsäge versucht, selbst im Anlaufstrom. Das Ding macht einfach alles. Es gibt hier bei uns kein Gerät, was ich hiermit nicht betreiben kann. Was man zum Glück geändert hat, und das war immer ein etwas ziemliches Gewürge, war die Kopplung. Hatten wir bei der Delta Max noch eine WLAN-Kopplung, die man umständlich vorne über einen Knopf immer wieder aktivieren musste. So haben wir hier jetzt zum einen WLAN als auch eine Bluetooth-Steuerung. Und ich habe sowohl hier die Delta 2 Max als auch die River 2 und auch die EcoFlow Glacier bei uns hinten im Stauraum, habe ich bei uns hier im WLAN-Netz drin. Und das Geile ist, ich kann damit überall, wo ich Internet habe, kann ich auf die Geräte zugreifen. Ja, ansonsten bleibt zum Schluss noch der Preis. Der ist natürlich jetzt aktuell noch recht hoch mit 2100 Euro. Die Delta Max wird aktuell gehandelt bei Idealo teilweise unter 1400 Euro. Das sind 700 Euro Differenz. Ich finde, es ist den Mehrpreis wert, aber man kann natürlich jetzt auch bei der Delta Max noch das eine oder andere Schnäppchen machen. Und jetzt, denke ich, schauen wir uns das Gerät mal im Detail an. Ja, starten wir auf der Vorderseite und das, soll ich mal sagen, das Augenscheinlichste, was man jetzt hier sieht, ist endlich mal ein lesbares Display. Die Sonne scheint hier voll drauf, ne? Ihr könnt sehen, ich werfe hier Schatten und selbst bei intensiver Sonneneinstrahlung ist dieses Display ablesbar. Schon mal ein super Vorteil für die EcoFlow-Produkte. Ansonsten hat sich auf der Vorderseite nichts geändert. Wir haben zweimal normalen USB Type-A, wir haben zweimal USB Type-A mit 18 Watt
Und wir haben nochmal zwei USB Type-C, jeweils mit 100 Watt Ausgang. Das Ganze wie immer über einen extra Schalter hier vorne auf der Vorderseite ein- und auszuschalten. Ja, auf der Seite haben wir die Zusatzbatterieports. Das ist XT150. Hier kann ich jeweils eine Zusatzbatterie anschließen und kann somit die Kapazität auf über 6000 Wattstunden hochschrauben. Geht jetzt hier über diese beiden Ports. Und ich will noch nicht so viel verraten. Wir werden die hier behalten und sind jetzt an einem Projekt dran, um die in ein Balkonkraftwerk mit einzubauen. Auch da wird es natürlich ein Video geben. Ja, kommen wir zur Rückseite. Und das ist für mich einer der immer noch Nachteile bei den EcoFlow Delta Geräten, dass einfach die Abgabeports auf zwei verschiedene Seiten verteilt sind. Wir haben hier auf der Rückseite dann viermal 230 Volt, jeweils 2400 Watt maximal. Wir haben hier oben die Eingänge. Ihr seht links dann zweimal der XT60-Eingang für die Solaranlage. Dann der normale Kaltgerätestecker. Auch hier, das hat EcoFlow noch nie gemacht, irgendwie mit externen Netzteilen und irgendwelchen dubiosen Steckersystemen zu arbeiten. Hier ist das Netzteil integriert. Wir haben einen normalen Kaltgerätestecker, den kriegt man in jedem Bauhaus. Und dann war es das. Wir haben da oben rechts noch einen Schalter, wo ich Fast Charge ein- und ausschalten kann. Und der normale Reset-Knopf. Und hier unten haben wir noch einen normalen Zigarettenanzünder, 12 Volt, und daneben halt diese 8 mm 3 Ampere Klinkenstecker. Ja, die wichtigsten Stecker sind dabei. Wir haben den Zigarettenanzünderanschluss auf XT60, wir haben den normalen Kaltgerätestecker und hier unten noch so ein 8 mm Klinkeadapter. Das Ganze mit einer kleinen Bedienungsanleitung, aber das Ding ist wirklich selbsterklärend. Und ich will jetzt mal so ein bisschen die Geräuschentwicklung bei der Ladung zeigen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich kann hier nicht auf die volle Ladeleistung von 2400 Watt gehen. Das macht unser Wechselrichter hier im Wohnmobil nicht mit. Aber ich denke mal, so bis 1600 werden wir den mal belasten können. Aber das kann ich jetzt schon sagen, weil ich sie zu Hause auch einige Zeit im Einsatz hatte. Das Ding ist wirklich super leise. Ich blende euch das hier rechts mal ein. Wir haben aktuell einen Ladestrom von 300 Watt, also 284, um genau zu sein, aber ich habe sie hier in der App. Rechts seht ihr hier unten Ladegeschwindigkeit mit Netzstrom. Da kann man das einstellen und das steht im Moment auf 300 Watt und da ist nichts zu hören, kein Lüfter. Das einzige Lüftergeräusch, was man im Moment im Hintergrund hört, ist der Lüfter von der Glacier, weil die gerade läuft. Und selbst wenn ich hier jetzt auf 1100 Watt gehe, ich hoffe, das macht unser Wechselrichter im Hümer mit. Jetzt kommt ein kleines bisschen der Lüfter. Aber das ist verglichen mit den ersten Modellen bei der Delta 2, sind da nochmal Welten. Also da hat man auf jeden Fall entweder softwareseitig nochmal nachgebessert oder man hat andere Lüfter verbaut. So, jetzt gehen wir mal auf 1300 Watt hoch. Das Lüftergeräusch bleibt jetzt auf der Stufe stehen. Ja, schauen wir, was die App sonst noch zu bieten hat. Wir haben hier auf der Startseite die Schaltmöglichkeiten, also AC, DC und auch USB kann ich hier drüber ein- und ausschalten. Rechts oben haben wir dann das Zahnrad. Da habe ich dann die Möglichkeit, die Ladegeschwindigkeit zu ändern. Ich kann den Autoeingang dann auch noch mal definieren. Das kann man in der Regel auf 8 Ampere stehen lassen. So, und hier unten dann noch mal die Timeouts. Die habe ich jetzt mal auf nie stehen. Aber das kann jeder sicherlich individuell einschalten. Der X-Boost geht jetzt bis 3100 Watt. Bis dahin können Geräte betrieben werden. Dann reduziert sich halt nur die Voltzahl. Das hört man dann auch ein bisschen. Ja, und das mit dem X-Boost wollen wir jetzt mal testen. Ich schmeiße jetzt mal mein Induktionskochfeld dran und hole dann mal noch einen Föhn. So, ihr Lieben, ich bitte um Nachsicht, wenn ich das hier heute so ein bisschen hier im Halbdunklen mache, weil sobald dann die Sonne geht, ist es warm. So, jetzt machen wir mal AC an. Und ja, ihr kennt unser
Amazon-Induktionskochfeld. Jetzt muss ich umdenken. Da geht's an. Power. Das Ding startet mit 1000 Watt. Und hier können wir natürlich mal direkt mal auf 1600 gehen. Und der einzige Lüfter, der jetzt zu hören ist, ist der Lüfter vom Induktionskochfeld. Also hier ist nichts. Ja, mal ein bisschen höher. Ich glaube 2000 kann sie. Ja, und da sieht man jetzt schon, fängt es schon an zu kochen. Ja, die EcoFlow bringt jetzt auch 1900 Watt. Und da kocht schon die Brühe. Na, jetzt werfen wir mal den Föhn an. Und den lege ich jetzt mal darüber. So, der Föhn läuft jetzt auf höchster Stufe, bedeutet 1350 Watt. Und jetzt gebe ich mal das Kochfeld wieder dazu. Mit 1000 Watt. Das heißt, jetzt gehen wir auf 2,4. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich am Limit der Box. Und jetzt, wenn ich jetzt höher schalte, müsstet ihr hören, wie der Föhn zumindest die Lautstärke etwas reduziert, weil natürlich die Voltzahl runtergeht. Achtung! So, ich habe jetzt das Kochfeld auf 1600 Watt. Die Box liefert jetzt 2640. Also auch hier stimmt die Werbeaussage, bis 3100 Watt hat es funktioniert. Wir hatten 1350 da hinten, wir hatten 1800 hier vorne. Und dann sind wir an der magischen Grenze und dann hat natürlich die Box Schluss gemacht. Das ist doch jetzt kein großer Akt, man schaltet hinten einfach AC wieder ein und dann funktioniert das. So, reden wir mal über die Delta 2 Max. Habe ich was zu meckern? Natürlich habe ich wie immer irgendwas zu meckern. Hier wäre mehr drin gewesen und ich wünsche mir für die Delta 3 mindestens mal zwei Dinge. Zum einen induktive Ladeschalen. Verstehe ich nicht, warum man das nicht umsetzt. Man hat es bei der River Mini Wireless, die wir vorne im Cockpit haben, schon vor zwei Jahren drin gehabt. Das kann nicht den großen Mehrpreis ausmachen, hier oben zwei. Es eignet sich auch, ne? Wir haben hier einen Gummirand, das Handy reingelegt, hier oben zwei induktive Ladeschalen, top. Das nächste, da geht ein Mitbewerber mittlerweile hin und hat die erste Powerstation mit einer IP65-Zertifizierung, also Staub- und Spritzwasser geschützt. Warum hat man bei EcoFlow immer noch offene Ports, sowohl hier vorne im DC-Bereich als auch hinten bei AC? Kleine Gummikäppchen, irgendwas, was verhindert, dass hier Schmutz reinzieht. Wäre eine tolle Sache. Ansonsten bin ich zufrieden mit dem Gerät. Wie gesagt, wir werden es jetzt mal zu Hause noch in ein Balkonkraftwerk einbauen und mal schauen, was sie dann über die Jahre bringt. Und jetzt gucken wir uns mal das Solarpanel an. Schon wieder duschen. So, kommen wir mal zu dem Ding hier. Ich werde gleich noch ein Video drehen, wo ich mal drei verschiedene Solartaschenkonzepte gegen unsere Dachsolaranlage teste. Also das Video wird auch in den nächsten Wochen kommen. Jetzt erstmal zum EcoFlow 220 Bifaszial. Ne? Das ist ein neues Konzept, wo man, seht ihr gleich, sowohl auf der Vorderseite Solarzellen hat, als auch auf der Rückseite. Und EcoFlow verspricht je nach Untergrund bis zu 25% mehr Leistung gegenüber vergleichbaren Modulen. Klar, wenn ich das Ding jetzt auf den Spiegel stelle, den wir natürlich nie dabei haben, dann habe ich natürlich die höchste Spiegelung auf die Rückseite. Aber selbst hier auf einem Schotterplatz oder auf Schnee sollte das gut funktionieren. Natürlich auf Gras oder auf normalem Untergrund wird das nicht sein. Aber wir hatten es die letzten Wochen dabei und ich war von dem Ertrag ziemlich überrascht. Also für ein 220er Panel
lagen wir in der Regel so bei 180, 190 Watt Peak. Und das ist für eine Solartasche schon enorm. Sie ist nicht die leichteste, das muss man da ganz klar sagen. Sie hat fast 10 Kilo und, das seht ihr gleich, sie ist ziemlich umständlich auch aufzubauen. Aber ja, das Erste, was man braucht, wenn man es aufbauen will, sind zwei Karabinerhaken. Die liefert Ecoflow mit, habe ich aber schon zurückgemeldet. Die sind von, naja, sagen wir mal, durchschnittlicher Qualität. Also der erste ging mir schon direkt beim ersten Mal aufbauen kaputt. Da könnte man vielleicht in ein paar hochwertigere investieren. So, das Ganze ist eine Tasche mit einer flexiblen Vorderseite, die klappt man runter. Dann haben wir hier die Anschlüsse, das sind ganz normale MC4. Ja, braucht man dann natürlich entsprechende Adapter. Und dann haben wir hier drin das Solarpanel. Das faltet man jetzt auf. Und je öfter man das macht, umso weniger starr wird das. Das ist zu Beginn extrem starr. Und jetzt seht ihr hier schon ein Problem. Je nach Untergrund haue ich mir unter Umständen hier diese Kanten kaputt. Das habe ich bei einer normalen Solartasche nicht. Also hier muss man schon ein bisschen vorsichtig mit sein. So, und dann haben wir hier oben Laschen. Da setzt man einfach hier den Karabiner rein. Ne, wenn sie mal steht, steht sie, dann ist gut, ne? Aber so, einmal. Und dann haben wir hier noch einen. Tja, die Assistentin fehlt mal wieder, aber das kann man auch alleine. So, und dann steht das dem Grunde nach, ne? Weil die Rückseite ist starr, da ist irgendeine Platte drin. Und jetzt kann ich das Ding dem Grunde nach so in die Sonne stellen, wie ich das brauche. Wie gesagt, Vorsicht hier bei solchen Untergründen, das ist halt hier oben nur verschweißt. Ne? Und jetzt habe ich halt hier auf der Vorderseite die Solarzellen und auf der Rückseite nochmal. So, jetzt gucken wir mal, wo die Sonne ist. Und dann stellen wir das einfach mal in die Sonne rein. So. Und das schließen wir jetzt nicht an die Ecoflow Delta 2 Max an, sondern an unseren Victron MPPT-Regler, damit ich euch noch ein paar Werte liefern kann. Also ich habe die Aufbaubatterie jetzt die letzten zwei Tage ziemlich runtergerockt. Die ist jetzt bei 75-80%. So, und ihr seht hier, jetzt seht ihr wieder nichts. Das Problem hier bei uns ist, wir haben den 7515 auf der anderen Seite vom Wohnmobil. Und die Bluetooth-Verbindung bei dem kleinen Victron, die ist übelst. Also, ihr seht, wir sind hier konstant bei 180 Watt. Klar, das ist kein High Voltage. Ne? Also wir kommen hier mit knapp 16 Volt rein. Und das Panel liefert jetzt ungefähr 11,5 Ampere. Und das ist, wenn ich das mit anderen Solartaschen vergleiche, ist das super. Wir gucken mal gerade zum Spaß die Dachsolaranlage, mal zum Vergleich, was die gerade bringt, jetzt um die Mittagszeit. Ja, die ist allerdings High Voltage, das seht ihr, 2 Ampere bei 65 Volt, also die bringt jetzt 130 Watt, das ist eine 250er und da sieht man schon ganz klar den Vorteil von Solartaschen, dadurch, dass ich sie in die Sonne ausrichten kann, bringt es mehr. Ja, was mir auch gut gefällt an dem Solarpanel, dass Ecoflow hier auf normale, standard handelsübliche Steckersysteme setzt. Ja, also hier haben wir ein ganz normales MC4-System, ne, und da kann ich mir dann selber Adapterkabel quetschen oder, Tino, falls du das siehst, nochmal nachquetschen lassen. Wenn ich das mal wieder laienhaft gemacht habe, dann muss Tino Egger dran. Hier beispielsweise jetzt auf ein Anderson-System oder ich habe noch ein Adapterkabel dann direkt auf XT60, wo ich damit in die Glacier mit reingehen kann oder in die Powerstations mit reingehen kann. Und insofern ist so ein Solarpanel immer eine gute Ergänzung auch zu einer Dachsolaranlage. Wir hatten es beispielsweise jetzt mit bei der Abenteuer und Allrad in Bad Kissingen und ich konnte mit dem Panel ab morgens 8 Uhr
Solarertrag generieren. Teilweise 140, 150, 160 Watt. Da lag die Dachsolaranlage eigentlich bis um 10, 11 Uhr noch so bei 20, 30 Watt. Ja, und gerade in den Randzeiten, auch abends, ist man hiermit deutlich flexibler. Ja, das Panel, das hat mich jetzt wirklich überzeugt, wenn man mal von der Handhabung absieht. Klar, eine normale Solartasche ist schneller aufgebaut, aber von den Werten her muss ich das nicht verstecken. Preislich liegt es auf einer Höhe mit den anderen Mitbewerbern. Wie gesagt, da kommt noch mal ein extra Video zu. Das hier liegt jetzt bei 4,99 €. Aber es gibt ja immer wieder Sonderaktionen, auch bei Ecoflow. Findet ihr bei uns unten in der Infobox, wo es dann immer mal wieder Rabattaktionen gibt. Und ich finde, den Preis ist es auf jeden Fall wert. Ja, das soll es gewesen sein mit den beiden Produkten Delta 2 Max und Solarpanel 220. Ich gehe jetzt mal duschen und dann drehe ich noch das Video über die Solartaschen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.